Weil ich ziemlich schlecht im Tennis bin, habe ich mir einen Tennisball gebaut, der auf Knopfdruck unspielbar wird. Und wie ich ihn gebaut habe und welche physikalischen Tricks ich genutzt habe, damit er funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Ich habe letztens wieder mit dem Tennisspielen angefangen und dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen. Zum einen, dass ich ziemlich schlecht im Tennis bin und zum anderen, dass meine Mitbewohnerin, gegen die ich gespielt habe, ziemlich gut im Tennis ist. Und als ich das dritte Mal in Folge verloren habe, habe ich mich an diesen Typen aus Amerika erinnert, der auf YouTube einen Basketballkorb gebaut hat, der ihn ziemlich gut im Basketball gemacht hat. Da habe ich mir gedacht, hey, ich bin auch Ingenieur, ich kann doch auch was bauen, was mich ziemlich gut im Tennisspielen macht. Zuerst habe ich mir überlegt, den Schläger so umzubauen, dass ich damit immer treffe, aber das ist relativ schwierig, weil der Schwung muss trotzdem noch sitzen. Deswegen habe ich mir überlegt, den Ball so umzubauen, dass er auf Knopfdruck eine Kurve fliegen kann, damit ich damit meinen Gegner ausspielen kann. Um den Ball in der Luft eine Kurve fliegen zu lassen, bediene ich mich dem sogenannten Magnus-Effekt. Dieser Effekt beschreibt das Phänomen, dass wenn ein Ball oder anderer runder Körper durch die Luft fliegt und dann in Rotation versetzt wird, dass dann auf der einen Seite wegen der Reibung die Luft in die Drehrichtung mitgezogen wird. Dadurch entsteht eine Kraft in die andere Richtung, in die diese Luft quasi bewegt wird, wegen dem dritten Gesetz von Newton. Und dadurch wird der Ball dann in die andere Richtung der Rotation gedrückt. Wenn euch das noch mehr interessiert, schaut euch einfach das Video von Vertasium an, was ich hier verlinkt habe. Der das nämlich deutlich besser erklärt als ich. Professionelle Sportler können den Ball so schießen, dass er sich dreht und damit eine Kurve fliegt und nutzen das aus wie zum Beispiel im Tennis oder Fußball. Ich bin allerdings kein professioneller Sportler, deswegen ist die Frage, wie bekomme ich hin, dass der Ball sich anfängt zu drehen. Der Plan ist, in den Ball einen Motor einzubauen und so das Rückstoßprinzip zu nutzen. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich zum Beispiel auf einem Skateboard sitze und was Schweres in eine Richtung schmeiße, werde ich dadurch in die entgegengesetzte Richtung gedrückt. Wenn der Motor in den Ball sitzt und anfängt sich zu drehen, drückt er sich somit an dem Ball ab und dreht den in genau die andere Richtung. Wenn man jetzt die Masse von dem Ball und die Masse von dem Motor und die Drehzahl von dem Motor kennt, kann man sogar ausrechnen, wie schnell der Ball sich dann dreht. So, jetzt wissen wir, wie das Ganze theoretisch funktionieren soll. Jetzt muss es nur noch praktisch umsetzen. Und beim Bau von dem Teil kommen drei große Challenges auf mich zu. Die erste Challenge ist, das Ding muss so leicht sein wie ein normaler Tennisball oder halbwegs so leicht sein wie ein normaler Tennisball, dass man damit auch gut spielen kann. Die zweite Challenge ist, das Ding muss genauso hüpfen wie ein normaler Tennisball. Das heißt, der Ball muss irgendwie auch genauso aus genau dem gleichen Material sein wie ein normaler Tennisball. Und die dritte Challenge ist, das Ding muss so stabil sein, dass es nicht beim ersten Schlag auseinanderfällt wie so eine Tennisball-Pinata. Und genau das versuche ich jetzt umzusetzen. Let's go! Um die erste Challenge zu meistern, habe ich für den Bau einfach sehr, sehr leichte Komponenten ausgesucht. Einen ganz kleinen Akku, einen relativ kleinen Motor und einen ganz, ganz kleinen Regler. Von dem Motor musste ich dann noch mit der absolut unpassendsten Säge die Welle absägen, weil ich gerade keine andere da hatte, damit er überhaupt in den Ball reinpasst. Und das hat ihn sogar auch noch ein paar Gramm leichter gemacht. Alles zusammen wiegt ca. 59 Gramm. Damit bin ich, wenn ich es in einen normalen Tennisball einbaue, fast doppelt so schwer wie ein normaler Tennisball. Allerdings habe ich noch einen kleinen Trick, wie ich es noch deutlich leichter bekomme, aber das seht ihr später. Die zweite Challenge zu managen war schon etwas schwieriger. Die Tennisbälle stehen normalerweise unter Druck, wenn sie ausgeliefert werden und das gibt ihnen diesen flummiartigen Effekt. Ich musste meinen Ball allerdings für den Umbau aufschneiden und deswegen habe ich ein Gehäuse designt, was ich dann aus so flexiblem Filament drucken will, was dem Ganzen diesen flummiartigen Effekt zurückgeben soll. Die ersten Druckversuche mit dem flexiblen Filament sahen eigentlich ganz gut aus dem Ergebnis her. Und auch die Flexibilität hat gestimmt. Als ich das Ding allerdings in den Tennisball eingebaut habe und erstmal springen lassen wollte, ist er fast gar nicht mehr gesprungen, weil das Filament halt so eine dämpfende Eigenschaft hat und gar nicht so gummiartig ist eigentlich. Deswegen habe ich mir nochmal eine zweite Rolle Filament gekauft, die einfach super teuer war. Diese Rolle 250 Gramm hat eigentlich, glaube ich, 40 Euro gekostet und wollte es damit dann drucken. Das Problem war, mein Drucker konnte dieses Filament, was viel zu weich war, einfach gar nicht mehr verarbeiten. Und dann musste ich mir was Neues einfallen lassen. Um das Projekt trotzdem umsetzen zu können, habe ich mich dafür entschieden, die Teile bei so einem Online-Anbieter für 3D-Drucker drucken zu lassen. Dafür habe ich es nochmal komplett neu designt und den ganzen Ball als ein Teil gestaltet. Ich habe mich dann für den Hersteller Craft Cloud entschieden und da das Projekt schon relativ teuer geworden ist, habe ich gefragt, ob die mich vielleicht sponsern wollen und die meinten so, klar. Bei Craft Cloud könnt ihr einfach eure STL-Dateien ohne Anmeldung hochladen und ich würde gleich eine Liste an Materialien und Druckverfahren gezeigt und auch gleich der Preis, was es kostet, wenn ihr es so drucken wollt. Am Schluss könnt ihr noch auswählen, welcher Hersteller für euch das produzieren soll und wo der gerade sitzt, in welchem Land. Meiner kam zum Beispiel aus Belgien. Wenn ihr beim Checkout den Code LUIS verwendet, könnt ihr nochmal 5% auf eure Bestellung sparen oder ihr klickt einfach den Link in der Videobeschreibung. Meine Teile sind angekommen und ich muss sagen, die Druckqualität ist wirklich mega geworden. Also falls ihr mal Teile habt, die ihr vielleicht nicht selber drucken könnt oder keinen eigenen 3D-Druck habt, schaut mal bei Craft Cloud vorbei und nutzt den Code LUIS, um 5% Rabatt zu bekommen. Der Ball hier wird jetzt noch mit so Filzzeug eingepackt, dass er wirklich exakt so aussieht wie ein normaler Tennisball. Und ich muss sagen, die Sprungkraft habe ich wirklich gut hinbekommen, denn er springt fast genauso wie ein normaler Tennisball. Die letzte Challenge zu meistern war mit Abstand das Schwierigste, denn beim Schlag können laut Wikipedia bis zu 10.000 G auf so einen Tennisball wirken. Das ist einfach die 10.000-fache Erdbeschleunigung. Ein normaler Arduino würde sowas normalerweise nicht überleben, außerdem passt er auch gar nicht in meinen Tennisball rein.
Deswegen habe ich mit Hilfe von meinem Bruder eine eigene Platine designt, auf die dieser Motor direkt aufgeschraubt werden kann. Außerdem ist das Ganze flexibel in den Ball aufgehängt, sodass es die Beschleunigung nicht direkt erfährt, sondern ein bisschen abgedämpft wird. Die Platine hat mein Bruder mit mir zusammen designt und dann haben wir das bei so einem Hersteller fertigen lassen. Die fertige Platine musste ich dann allerdings noch selber bestücken. Dazu muss man so itzi-bitzi kleine Komponenten mit Hilfe von so Lötpaste auf diese Platine aufsetzen und das Ganze habe ich dann auf meiner Herdplatte zusammengelötet. Nachdem die Platine zusammengelötet war, war es dann auch nur noch Zeit, das Ding zu programmieren und dann sind wir auch schon ready für den ersten Test. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, dass ich dieses Ding jetzt easy programmieren werde und dann testen? Das ist jetzt fast 2 Wochen her. Ich habe seitdem die Zeit damit verbracht, an dieser Platine zu verzweifeln. Bei so Projekten ist es immer das Gleiche. Du hast ein Problem und du denkst so, wenn ich dieses Problem gelöst habe, dann funktioniert es endlich. Und es ist dann so, du löst das Problem. Yes! Und dann hast du einfach das nächste Problem. Und dann denkst du dir wieder so, wenn das ist das letzte Problem, wenn ich das jetzt gelöst habe, dann läuft's. Und dann löst du das Problem, brauchst ewig lang dafür, weil es wieder super komplex zu finden ist. Und dann ist einfach das nächste Problem da. Aber ich glaube, dass ich jetzt das letzte Problem gefunden habe. Wirklich das letzte Problem gefunden habe. Und ich muss nur noch eine Komponente umlöten und dann soll das funktionieren. Ich habe einfach gerade versucht, dieses Quarz umzulöten. Das Ablöten hat ganz gut geklappt. Dann wollte ich diese andere meine Platine hochnehmen und dann ist sie mir ausgerutscht und es hat einfach alle Komponenten verschoben und ich kann es jetzt nicht mehr reparieren und ich habe noch einen einzigen Versuch, weil ich noch eine Platine übrig habe, die ich noch bestücken kann. Und ich muss jetzt einfach nochmal diese ganze Platine mit Lötpaste bestücken, alle Teile aufsetzen und sie dann nochmal verlöten und einfach nur beten, dass es diesmal klappt. Und wir bestücken die Platine zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Und es macht einfach jedes Mal keinen Spaß. Versuch Nummer 11.583. Ja, nicht wirklich, aber wahrscheinlich tatsächlich wirklich. Wenn es jetzt funktioniert, dann raste ich aus. Wenn nicht, dann weine ich einfach nur. Sehr leise. Das sind schon die richtigen Geräusche. Zu gut. Es war einfach 3 Wochen Arbeit, nur um dieses Kackding hier dreht und es funktioniert einfach. Und dann, jetzt nur noch alles zusammenlöten, zusammenbauen und exakt den Code zu lassen und nicht mehr anfassen und jetzt im Tennis dominieren. Der Ball funktioniert so, dass ich an meinem Tennisschläger einen kleinen Knopf habe und sobald ich den drücke, fängt der Ball an sich zu drehen. Bevor ich ihn jetzt auf dem Tennisplatz ausgepackt habe, habe ich ihn erstmal zu Hause ein bisschen getestet, indem ich ihn über den Tisch gerollt habe und dann ihn aktiviert habe und das hat schon ziemlich gut funktioniert und dann waren wir auch schon ready, um mit dem Ball auf den Platz zu gehen. Dass der Ball in der Luft eine Kurve fliegt, hat leider nicht so gut geklappt wie erhofft. Dafür ist er, glaube ich, einfach zu langsam geflogen oder hat sich nicht schnell genug gedreht. Aber immerhin ist er in eine Richtung immer weggesprungen, wenn er auf den Boden aufgekommen ist, dass er wirklich nicht zu bekommen war. Ich habe das selber auch mal getestet und es ist irgendwie so, der springt einfach nicht dahin, wo du damit rechnest und du kriegst den Ball einfach nicht. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, dass er einfach nach all den harten Schlägen immer noch funktioniert. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ciao.